Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen back zu einem erneuten Frei für alle hier in Black Ops 1. Das erste Black Ops 1 Video kam ziemlich gut an, deswegen dachte ich mir, jo, wieso nicht noch eine Runde Black Ops 1? Und ja, heute spielen wir Frei für alle auf Array. Ich mag die Map normalerweise eigentlich eher weniger, weil sie irgendwie so groß ist. Ich habe keine Ahnung, ich mag sie einfach nicht so. Okay, Hausmigration. Auf jeden Fall, ich bin gerade erst aufgestanden. Und ich nehme immer mein erstes Game auf. Übrigens, lass uns mal auf 8 spielen. Wie fühlt sich 8 hier an? Ja, fühlt sich sehr, sehr schlecht an. Wie viele Leute haben wir? Genug Leute auf jeden Fall. Hinter mir ist einer. Oh, 8er Empfindlichkeit ist schon sehr hoch. Ich weiß ja nicht, ob ich das handeln kann. Ich versuche mich dann zu gewöhnen. Ich versuche auf einer höheren Empfindlichkeit zu spielen. Aber was man dazu sagen muss, und zwar... Oh mein Gott, da ist jemand. Wow, okay, ihr seht, ihr habt's gesehen. Ihr habt gesehen, wieso ich normalerweise nicht auf so einer Empfindlichkeit spiele. Ihr habt es ganz genau gesehen. Das ist echt hart. Wow. Oh mein Gott. Hätte er mich so bekommen, dann hätte ich, glaube ich, geweint. Ah! Wow! Okay, ich versuche mich dann zu gewöhnen. Aber das ist ein bisschen problematisch. Was? Ich finde, Gegner auf dieser Map, das wäre das Letzte, was ich erwartet hätte. Dass ich hier Gegner finde. Weil normalerweise ist das so eine Map, wo man kaum Gegner findet. Ja, das ist problematisch mit meiner Empfindlichkeit, den zu bekommen. Aber ja, ich muss sagen... Oh, ich glaube, mit einer niedrigeren Empfindlichkeit... wisst ihr was? Ich kann damit nicht, sorry. Ich kann das irgendwie nicht. Sogar 4 ist schon relativ hoch für mich. Ich weiß, viele denken jetzt, ja, Pro-Spiel auf einer hohen Empfindlichkeit, das ist Schwachsinn. Pro-Spielen auf einer Empfindlichkeit von 3 bis 2. Tatsächlich, ja. Auch wenn man es nicht glaubt. Aber ist so. Deswegen, ich bin kein Pro, auf jeden Fall nicht. Ich bin nur ein ganz normaler Gamer, so wie du und der neben dir. Falls jemand neben dir sitzt. Ich weiß nicht, ob du... Ich bin nur ein ganz normaler Zocker. Kein Pro, gar nichts. Ich glaube, um Pro zu werden, müsste ich viel, viel länger zocken. Viel, viel länger und das über mehrere Stunden am Tag. Da wird man Pro. Und da würde ich auch gerne ein Frei für alle machen, ohne zu sterben. Ich weiß, es gibt einige... Oh! Verdammt! Ich wollte... Oh! Es gibt einige von euch, die so gut sind, das weiß ich. Aber ich bin nur ein ganz normaler Zocker, der einfach nur Spaß am Videospielen hat. Und sich auch um andere Sachen kümmert. Und auch andere Games spielt. Ich spiele ja nicht nur COD. Ich glaube, wenn ich nur COD spielen würde, wäre ich definitiv besser, ja. Aber ihr müsst verstehen, ich spiele das Spiel größtenteils aus Spaß. Und gut, es gab jetzt noch nie jemanden. Oder es gab schon einen letztens. Aber, oh! Holy shit. Aber das sind tatsächlich auch die wenigsten, die sich jemals über meinen Score beschwert haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Typ, liegt der da noch? Wow, ich weiß nicht, von wo die kommen, um ganz ehrlich zu sein. Ich kann das gar nicht... Von wo... Wo geht... Was ist das? Wo bin ich gerade? Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Oh, ah! Ah! Was? Das ist keine Rauchgranate. Ich bin auf Droge. Ich hab Drogen genommen. Habt ihr das gesehen? Oh, wow! Willst du mich verarschen, du Motherfucker? Wow! Ich würde gerne ein Orbi bekommen. Das wollte ich. Mein Ziel ist es, von jedem Fall vor allem ein Orbi zu bekommen. Da bin ich glücklich. Mit dem Orbi bin ich immer zufrieden. Orbis, die beste Killstreak, die es jemals auf der gesamten Welt gegeben hat. Das kann ich euch sagen. Der Typ, der hockt da den ganzen Tag. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wer da durchkommt. Oh, ich habe so Angst. Ich bin so schlecht auf dieser Map. Ich habe die Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ich weiß aber, dass die Gegner hier oft spawnen. Und dass einer... Wow! Das war relativ knapp eigentlich. Wenn ich ganz ehrlich sein soll zu euch. Und ich bin gerne ehrlich zu euch. Ich bin immer ehrlich zu euch. Ich versuch's zumindest. Ich hoffe, ihr seid auch ehrlich zu mir. Oh, ist er tot? Hinter mir. Hinter mir, oh mein Gott, ich habe gerade Panik. Ich habe gerade extrem Panik. Vor mir, über mir, ja, Mann! Ich bin so extrem angepisst! Oh! 16 zu 5 gerade momentan. Oh mein Gott. Dieses Gameplay ist spannend, das kann ich euch erzählen.
Ich meine, ich denke schon, dass ich gewinnen werde, aber... Wieso sterbe ich denn? Ich will ein Orbi! Ja, vielleicht soll ich eine Waffe mit Schalldämpfer haben. Das wäre eh besser, finde ich. Aber hier kann man gut die Gegner hören. Das habe ich voll vergessen, dass man hier so gut die Gegner hören kann. Irgendwie ist das nice. Ich versuche mal jemand... Okay, den hätte ich nicht hören können. Versuche mal jemand zu hören. Ich glaube, hier gibt es aber auch sowas wie Geist. Bin mir nicht genau sicher. Der Typ ist dort. Ich weiß, dass er dort ist. Zeig dich. Wow! Oh! What the fuck? Oh, ich verstehe das Game gar nicht. Schau dich mal, wie ich führe. Wieso führe ich so extrem? Also, das kann ja gar nicht sein. Oh, Black Ops 1 macht so eine Laune. Wow. Ich weiß, es ist nicht das beste Gameplay ever, was ich jetzt auf diesem Kanal gezeigt habe. Aber das macht eine verdammte Laune. Ich kann es nicht beschreiben. Ich habe extrem viel Spaß an diesem Game. Und ich weiß nicht mal wieso. Lass mal lauschen. Bisschen lauschen. Kann man hier Gegner hören? Ich weiß gar nicht. Oh, wow, wow, wow. Ach so, genau. Ja, genau. Ich weiß. Ah! Es ist eigentlich nicht eine schlechte Idee, hier hinzukommen. Hallo? Ah, es kommen auch Gegner von hinten. Ich nehme mal eine andere Waffe. Nicht diese, nicht diese. Ah, ich nehme mal die, genau. Wow, in Gold, genau. Vielen Dank für die Drohne. Da bin ich immer glücklich für Drohnen. Also, Drohnen machen mich glücklich, persönlich. Ich weiß zwar nicht, was euch glücklich macht, aber bei mir sind das Drohnen. Oh. Ja, aufpassen. Der Typ kommt von dort und von hinten kommt einer. Ah, sorry, aber ganz ehrlich. Ihr wisst gar nicht, wie verdammt intensiv dieses Game ist. Ah, liegt wahrscheinlich daran, weil ich länger nicht mehr gespielt habe. Ich weiß... Ah, okay. Ja, in dein Bein. Ja, genau. Das machen richtige Pros. Schießt aber in die Beine. Nice, vielen Dank für die Cobra. Endlich habe ich einen Orbi. Hat ja auch lange gedauert. Oh mein Gott. Ich werde auch nicht meine Cobra einsetzen. Ich finde es macht einfach viel mehr Spaß mit, vor allem ich will auch keine Killcam haben mit der Cobra irgendwie. Moment mal, wie lange dauert dieses Game schon? Oh, das wäre ein nice Turnaround gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie man stirbt, wenn man... Oh, Moment mal, ich habe keine Ahnung, wie man stirbt, wenn man Orbi hat. Das kann auch nur ich. Ah! Nice. Oh, 30:7. Ganz gutes Gameplay eigentlich. Ich mag dieses Game wirklich. Das macht eine Laune. Wirklich eine Laune. Wow, das macht eine Menge Spaß. Ihr glaubt es nicht. Was? Wieso? Der? Was? Wieso hat er der zweite 10 Kills? Der zweite war so schlecht. Oh mein Gott. Oh Mann. Das hat eine Menge. Ich gewinne 2 FFA-Spiele mit mindestens 7 Abschüssen Vorsprung. Wow, das war easy. Das war nicht schwer. Für einen Boss und einen Bräsen wie mich war das nicht schwer. Aber ja, ich muss sagen, ich krieg ganz gut, ich krieg's ganz gut. Oh, da war Radiation. Aber ich muss sagen, ich bekomme es ganz gut hin mit täglich 2 Videos. Ich meine, mit täglich Videos um 16 Uhr. Also vielen Dank fürs Einschalten und fürs Anschauen und das Ganze. Und ich werde das Video für heute erstmal hier stehen lassen. Vielen Dank fürs Anschauen. Zeig, wie badass du bist und like dieses Video. Schau auf meinem Kanal vorbei, mehr Videos sehen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich immer noch 3, 2, 1. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen back zu einem neuen Gun Game hier in Black Ops 2. Ich liebe Gun Games, liebe Partyspiele.